So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's play Spider-Man! Ja Leute, ich bin Simon Muffix und wir schwingen uns hier wieder ganz entspannt durch die Gegend. Natürlich sind wir zu euch nicht so entspannt, weil ihr seid böse. Ja Leute, die Dämonen sind hier wieder unterwegs, haben Bazookas und werden immer dreister. Nun gut, Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir sind hier durch verdammt nochmal New York geflogen. Erste Klasse mit einem wunderschönen Helikopter. Denn die Dämonen... Bam! So, denn die Dämonen haben hier gewütet. Und hier durch New York hier versucht hier Fists Verstecke hier zu eliminieren. Ist ihnen nicht ganz gelungen, aber um ein Haar. Alter, kommt da mal mehr. Will die mir zahlen? Ja, genau, Mann. So. So, kommt's her. Bam. So. Nichts leichter als das. Die Dämonen haben hier versucht, Fisk versteckt zu übernehmen. Und dabei hatten wir eine actionreiche Verfolgungsjagd mit einem Helikopter. Nun ist unser nächstes Ziel, erstmal hier zur Officer Davis verlangen zu gehen, auch wenn das natürlich alles nur Propaganda ist für den werten Osborn hier. Werden wir da trotzdem hingehen, weil wir freuen uns ja für unseren hier doch Kollegen, weil wenn es schon mal ehrliche, nette Cops gibt, muss man das ja ausnutzen. Haben wir davor? Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie dann hier liegen? Schauen wir uns mal erst das an. Wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Ist das ein amoröses Angebot hier? Aha, was macht denn sie denn da? Aber so auf Dächern rumstehen geht ja gar nicht. So, da sind wieder irgendwelche Tauben. So. Also da ich leider keine Spider... warte, da. Hier irgendwo. Da. Hallo, Cat. Black Cat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Ja, Spidey, wenn das bei dir einfach immer so einfach geht, dann kann ich auch nichts dafür. Achtung, Maskierte greifen ein gepanzertes Fahrzeug an. Alle Officer nähe Madison, bitte zum Tatort. Ihr seid so schlimm, Mann. Immer. Hallo, heute ist Alter. Heute sind Feierlichkeiten, Mann. Okay, oh, das wird gar nicht mal so leicht. Warte mal. Wartet. So. Alter Falter! Könnt ihr gern wieder haben. Wartet. So, lässt er sitzen. Bam. Alter, was die für Attacken drauf haben. Gar nicht im Baumann, oder? Aber warte mal, ich... Arsch. Schade, ich hätte jetzt zwei Balken voll. Ich hätte sehr gerne mal getestet, wie das ist, wenn ich das hinbekomme, die auszunocken mit zwei, inzwischen können wir so selbst die großen Typen ausnocken. Habt ihr gesehen, dass wir den einfach eiskalt und dran geboten haben? Alle, Mann, die Polizisten haben wir gerettet, aber den Verbrecher hier von den Dämonen haben wir einfach eiskalt an den brennenden Wagen gebunden, dass er hier stirbt. Ach Leute, wir sind so nett. So cool, Mann. So, oh, was war denn das? Wartet. Ah, schade. Gerade so einen coolen Move gemacht. Na egal. Überall, wo wir lang gehen, Verbrechen, Mann. Überall. Okay, danke schön.
Was muss ich machen? Ich weiß nicht mehr, 20. Aber das nicht. Ach, den, oder? Ah, ich weiß es nicht, das ist mir jetzt wurscht. So. Oh Mann, Raketen. Die haben Raketen. Wieso haben wir keine Raketen? Spider-Raketen. Schön. Es ist echt schön, wenn man hier... Das ist der Vorteil, wenn man an eng... Wenn man in engen Räumen kämpft. Weil man die Leute so cool an die Wand spinnen kann. Hier schenke ich euch. Wäre natürlich noch geiler, wenn wir die Raketen zurückhauen könnten. Zugespinnt und bam. Okay, den anderen Move habe ich jetzt nicht verstanden, was ich da machen soll, aber das ist ja wurscht. Was ist das? Was ist denn das für ein Symbol? Achso. Achso. Eine Taube. Achso, ah, das sind die Aufgaben hier von Birdie. Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Ja, genau, Mann. Ich dachte mir erstmal, hä? Was leuchtet denn das ja? Alter, was ist das für eine Taube, Mann? Was ist denn das für eine Taube, Mann? Hat hier, ist das hier die Flash-Taube? Komm. Irgendwie weiß ich nicht, ob das so nett ist, eine Taube einfach so mit Spinnennetzen hier einfach fest zu nehmen und sich ranzuziehen. Hey Howard, hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem, das mache ich bei allen anderen auch. Nette Taube. Hat es ihr einfach angeschissen. Aber so ist das halt nun mal. So, egal Leute, nichts hält uns auf, nichts stoppt uns, selbst die Taube. Ja, es ist jetzt verschwunden. Ich habe mich einmal in die andere Richtung bewegt und schon ist es vorbei. Nun gut. Whee! So Leute, ich darf ja nicht hier zu spät kommen. Wir haben ja mehr oder weniger eigentlich ein Date mit MJ. Und das müssen wir natürlich nutzen, diese Chance. Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Unsere Stadt kann sich... Also... Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber
Wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Anruf, ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden ihre Firma, ihre Stadt und alles, was ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Schatz! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Was zur Hölle ist hier geschehen? Die Dämonen haben angegriffen. Osborn, dieser miese Typ, Mann. Anstatt, dass er einfach hier etwas sagt, anstatt, dass er die Festivitäten abbricht, Mann. Leute, das ging so schnell, Mann. Und vom Held hier zum Gefallenen. Ein Anschlag, aber wieso? Irgendwo hier muss Miles Mutter sein und naja, ich weiß nicht, wie es mit seinem Vater noch aussieht. Aber eins ist sicher, also Osborn, Mann, das ist ja, ich krieg ja das Kotzen, Mann, wenn ich daran denke, Mann. Das ging so schnell. Ich bin ja richtig schockiert, Mann. Das waren so schöne Festivitäten. Ich dachte mir schon, oh, jetzt Mai, irgendwie so ein Sniper oder sowas ganz Neutrales irgendwie, der auf Osborn zieht, aber nein. Ein monströser Anschlag hier. Mom! Mom!
Miles! Oh, alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Okay, hör zu. Ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Das. Nein. Miles, nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Bleib hier! Bitte! Dad lebt. Ich weiß es. Er steht genau hier. Was zum Teufel? Da! Wo wollt ihr denn bitte hin? Sankai, wie du Bulio? Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Nein, nein! Nein, bitte los! Erinnert euch noch an die netten Superhelden-Spiele, wo man irgendwie alles immer retten konnte, wo keiner gestorben ist? Tja. Das ist eine Weile her. Das ist eine große Weile, eine lange, sehr lang her. Jetzt. Okay. Ja, awesome. Schnell weiter. Also, diese Dämonen. Also ich meine, Fisk in allen seinen schlimmen Taten, Mann. Das war ein Boss. Das war einer, der seine Gegner ausgeschaltet hat. Aber das, die würden alles opfern. Und dort oben, da genau war hier Jeff Davis. Ach, Leute, Mann, das gibt mir richtig hier, es gibt mir richtig nah, Mann. Wie hart und brutal ist hier alles gemacht. Genau hier, ich muss ihm helfen. Ja, verschwind! Jetzt. Weg. Ja, genau. Hau ab, du Idiot. Ich hab dich, Dad. Stopp! Nein! Genug! Wir müssen weg! Jetzt! Hör auf, Dad. Hör auf.